Guten Tag. Wenn Wassermann mit Kummer von anderen Menschen konfrontiert wird, wird ihm ab sofort natürlich alles klar. Er versteht das alles. Er kann ja wunderschön darüber reden, sehr analytisch, rational kann er wunderschön darüber reden. Er versteht alles ab sofort. Andere Leute verstehen das nicht so schnell, weil die fragen nach Wassermann nicht. Er versteht alles. Deswegen viele Wassermann-Menschen sind sehr gute Psychologen, sehr gute Ärzte. Nur, man bewundert sie natürlich hemmungslos ab sofort. Wow. Was für tolle Psychologin, was sie da alles sagt. Toller Arzt, was er alles gesagt hat. Leider, leider, leider bleibt da kein Platz für Gefühle übrig. Und deswegen, viele Leute haben so viele Probleme mit Wassermann-Menschen. Sie können mit denen wunderschön reden. Wassermann ist normalerweise ein intelligenter, auch gebildeter Mann oder Frau, das auf jeden Fall. Nur, Wassermann ist natürlich fähig, sein Leben für dich zu opfern. Auf jeden Fall. Er hat immer tolle Ideen. Egal, um was es geht. Du bist mit Wassermann zusammen und du sagst, ich brauche zwei Stühle für meine Küche. Der Wassermann wird sagen, ja, kein Problem, hier um die Ecke ist ein tolles Geschäft, habe ich dir erzählt, skandinavisches Geschäft. Da können wir jetzt die Stühle kaufen, auf jeden Fall. Ja, aber wie bringe ich die nach Hause? Mit meinem Auto geht es nicht. Oh, und wie soll ich dich holen? Ja, mein Auto ist dafür zu klein. Du musst dir dann Lasttaxi bestellen. So gesehen ist das eine tolle Antwort. Alles ist wunderschön. Sehr pragmatisch ist das gesagt worden. Du holst dir die Stühle, bestellst du dir die Wagen da, Lastwagen, Taxi, wie das heißt, und kannst du nach Hause fahren. Aber mir geht's um was anderes. Mir geht's noch um Gefühle, um deine Hilfe als Freund, dass du mich dann nach Hause fährst mit deinem Auto und wir packen die Stühle da rein und wir holen dich hoch. Darum geht's mir. Aber darüber kannst du mit dem Wassermann nicht mehr diskutieren. Und wenn du mit einem Wassermann redest und ihm erzählst, wow, angenommen, er kennt sich sehr gut aus, auch mit der Musik. Ich kenne mich sehr gut aus mit der Musik. Und du erzählst dem Wassermann, du und diese Titel und diese Sängerin und wie sie da fast geweint hat, als sie das gesungen hat. Diese Sachen kannst du dem Wassermann schlecht erzählen, weil er davon nicht versteht, beziehungsweise er hat natürlich Gefühle, aber Wassermann hat Angst, diese Gefühle zu zeigen. Und deswegen, da fehlt immer etwas, wenn du mit einem Wassermann redest, weil er ist so analytisch. Und er wird so wunderschön mit Eleganz über Gefühle sprechen, aber er versteht nicht, was mit seinen Gefühlen so los ist. Er weiß, dass die da sind. Er weiß, dass du glaubst, dass die Gefühle da sind. Er glaubt auch daran, dass die Gefühle da sind, aber er kann darüber nicht so klar sprechen. Ich habe gestern gerade mit einem Wassermann gesprochen. Er hat mich um 11 Uhr abends angerufen. Ich habe gesagt, ich vermisse dich so sehr. Mein Gott, wie ich dich vermisse. Wie ich immer denke an dich. Und oh, ich war so lange nicht bei dir.
Ich möchte wieder bei dir sein. Das ist so immer wunderschön mit dir. Ich denke jeden Tag, was du machst, wie es dir geht. Ja, halt an. Mir geht es um andere Sachen. Mir geht es darum, dass meine Wohnung immer noch nicht fertig ist und ich muss da Spiegeldecke machen. Meinst du, dass ich im Flur auch Spiegeldecke einbringen solle? Darüber hat er gesprochen. Aber nicht über meine Gefühle und er hat nicht gesagt, ich vermisse dich auch und ich denke an dich auch. Darüber hat er nicht gesprochen, weil er Wassermann ist. Deswegen, das ist ein typisches Luftzeichen. Kopfmann, wie jemand gesagt hat, Kopfmenschen. Und diese echte Luftzeichen haben da keinen Platz für Romantik. Die werden auch nicht sagen, ich hasse dich, du bist ein widerlicher Mann. Die werden auch nicht sagen, ich liebe dich. Die werden nicht sagen, ich bin so wütend auf dich. Das nicht. Und ich habe einem Wassermann neulich erzählt von einem Streit mit meinem Nachbar. Habe ich gesagt, Kalaschnikow habe ich leider nicht. Da war er natürlich empört und hatte gesagt, warum sprichst du darüber? Weil für Wassermann gibt es da keinen Platz für solche Sätze. Hass, Liebe oder Gefühle. Und Wut auch kein Platz. Deswegen hat es ihm das nicht gefallen, dass ich gesagt habe, Kalaschnikow habe ich leider nicht. Ja, deswegen für Romantik ist da wenig Platz bei Wassermann. Wie gesagt, die wollen dir helfen. Die sind sehr rational, sehr analytisch, die verstehen alles. Gespräche sind immer toll. Und sie werden wirklich viele Sachen für dich aufopfern wollen. Wenn du sagst, du bist doch Modedesignerin, hast du nicht ein schönes Tuch für mich, nur mit Rosen? Doch, doch, mache ich dir. Es kommt aber dazu nicht, weil Wassermann denkt anderes. Er denkt, warum soll ich im Tuch mit Rosen besorgen? Es soll sich das Tuch sonst irgendwo besorgen. Es gibt viele Menschen, die etwas auf dieser Welt brauchen. Er braucht das nicht, deswegen muss ich ihm das Tuch nicht besorgen. Ja, und deswegen ist das so schwierig, mit Wassermann zu leben, denn er würde dir viele Sachen geben wollen und Lösungen anbieten. Nur am Ende würdest du sehr gerne sagen, weißt du was, ich liebe dich, würde ich gerne aus deinem Mund hören. Und weißt du was, Rosenstrauß würde mich wirklich glücklicher machen als das andere, was du für mich machst. Aber für heute ist die Zeit um.